Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Okay, und jetzt auf den Toro! Stier. Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn ich... Vielleicht kann ich Toni damit erledigen. Mach sie fertig. Eine wunderbare Idee. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. Dann mach es auch. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem... Musst du ihn jetzt auch noch an... Eigentlich wollte ich dir eine kleine... Dann stirb einen schnell... Okay. Wen kann ich denn noch ausschalten? Vielleicht... Lotti, schieß auf Lotti. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Vielleicht auf einen von denen, auf den Bürgermeister. Attacke! Oh, aber Rufus! Mein Fehler. Auf Gizmo. Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Auf Fenzel. Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Manu. Was soll ich denn sonst betreuen hier? Was jetzt mal? Papagei. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Dann den da. Ach, witzig. Ich habe genauso ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Witzig, genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so. Das wäre ja auch schön dämlich. Die Teile findet man doch überall. Vielleicht mal so ausschalten. Könnte das eine der Zutaten sein? Wahrscheinlich nicht. Mist. Und ich war so sicher. Es steht alles in dem Rezept. Besorg die... Okay. Langsam auch kein Plan mehr. Kann er damit vielleicht. Auch wenn ich sie garantiert treffe, ich würde sie damit nie. Warte mal da oben, oder was? Hirschjack! Hirschjack! Oder auch nicht. Den soll ich denn mit dem Blasrohr erledigen? Toro! Hey! Inspektor Gizmo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17. Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle. Toro! Hey! Toro! Hey! Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn?
Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn da... Toro! Hey! Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Toro! Hey! Freige, wie langweilig. Für Deponia ist der Vorhang schon die Aftershow. Kein Grund. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt... Niemals. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Au, blödes... Dieses... Ich meine... Und sie... Guck hin. Ah, aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Okay, und jetzt rotes Tuch und... Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Freilich schon die Stier. Und heute, liebe Kinder? Toro! Er hat nur noch Augen für die Kuh. Ach ja, keiner kann mehr behaupten. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Kannst du jetzt drauf reißen? Oh, oh. Yeeha! Gleich nochmal. Okay. Dann. Betäube ihn. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Und heute, liebe... Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Freigegeben, der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut... Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Ich habe mal... Der Stier ist wütend. Zeit für ein Rodeo. Der Stier ist wütend. Zeit für... Der Stier ist wütend. Zeit... Der Stier ist wütend. Zeit für... Der Stier ist wütend. Zeit für ein... Der Stier ist Zeit. Das ist schon mal keine Zutat. Ich finde, ich komme ganz... Kein Grund. Der Stier ist Zeit für ein... Und heute, liebe Kinder, Zeit. Der Stier ist wütend. Zeit für ein Rodeo. Freigegeben. Der Blut. Immer noch. Yeeha! Gleich nochmal.
Der Stier ist wütend. Zeit. Okay. Mehr reicht ja auch. Die gute alte Couch. Hier kamen mir immer die besten. Da ist auch überall nichts mehr. Ich muss weg. Das aber du. Gib mir Wasser. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Bist doch scheiße. Nimm das Wasser. Ich will mit Wenz. Ich will mit. Ich will mit. Ich will mit. Ja, du willst nicht, okay. Okay. Vielleicht irgendwas übersehen. Tasche. Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. In langweilig. Oh, aber mein Fehler. Oh, aber mein Fehler. Oh, aber Rufus. Mein Fehler. Oh, aber mein Fehler. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann. Das Erdmagnetfeld zu manipulieren fällt garantiert unter Amtsmissbrauch. Bei mir ist es okay. Ich bekleide ja kein Amt. Das Erdmagnetfeld bei mir ist... Ich bekleide... Oh. Ah, mein Fehler. Oh. Ah, mein Fehler. Ich habe ihn... Habe ich ihn über... Oder... Oh Mann. Er hatte sie lange genug. Mann.
Ich sagte das. Überfragt. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Vielleicht kann er ja. Oh. Au! Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Rufus. Und? Oder auch nicht. Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Okay. Das funktioniert. Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Hey, Toni! Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Und da ist er. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du... Nein. Das Thema ist, verdien dein eigenes Geld. Ich muss weg. Aber du... Okay, wir haben ja jetzt schön nette Coupons. Gib mir das. Ich habe es gefunden, ich darf es auch behalten. Diese Gutscheine kann man in der Post einlösen. Vorausgesetzt, man kennt jemanden, der sich über Bleigewichte freut. Jo, da freut sich bestimmt Lotti drüber. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie... Die Post um welche? Hier fehlt doch was. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine... Hab ich... Oder... Oh Mann. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung und dabei geht sie nur... Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich selber anzufangen. Ach Mann. Ach, Witze. Ich hab genauso ein... Es ist ja nichts. Die Teile für...